So, Moin, liebe EOB-Army und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video. Wie es in nächster Zeit weitergeht, und zwar in der Zeit. Na gut, wir haben jetzt schon einen Tag später, wo ich das aufnehme, weil an dem Tag habe ich gestreamt gehabt, an dem einen Tag. Und zwar geht es eben darum, dass ihr auch Bescheid wisst, wie es jetzt weitergeht. Ich habe es euch hier extra auch in der Webseite reingeschrieben. Hier steht es. Derzeit fallen... Oh, da ich schreibe wieder drin, Falten. okay, also die Streams falten aus. also die fahren aus. Samstag und Sonntag aus, da ich eben auf dem Erlangener Weihnachtsmarkt bin. Und bei den Schaustellern bin. Deswegen werde ich montags bis Freitag versuchen, wenn es geht, immer zu streamen, wenn nichts dazwischen kommt. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, vorbeikommen und euch ein Autogramm abholen. Autogrammkarten habe ich halt machen lassen, die habe ich heute auch gleich gekriegt. Die werde ich dann dabei haben und dann könnt ihr auch ein Autogramm haben. Ich habe jetzt mal 30 Stück dabei, mal schauen, ob die 30 Stück reichen. Ja. Dann, das hatten wir ja gestern schon, DC Universe, heute kommt dann GTA Online. So. Dann geht es natürlich weiter. Samstag, Sonntag, wie schon gesagt, fällt aus. Nächste Woche sollte der YouTube-Kollege, der Playoff Games, das Need for Speed Heat Spiel, sagen wir mal, bis Montag haben. Bis Montag 17 Uhr haben. Dann machen wir eine Need for Speed Woche. In der Zeit hier. Vom 2. bis zum 6. Sollte er es nicht haben, ist natürlich immer hier das, was da unten ist. Ich habe es euch da reingeschrieben. Das ist übrigens eine Neuheit. Da werde ich freuen. Und dieses Last of Us ist übrigens auch eine Neuheit. Das ist dieser Remake. Dann in der Woche hier geht es wieder ein wenig durcheinander. Dann haben wir wieder GTA. Dann der Start von Dragon Quest 11. Das ist das Spiel, was mein Bruder mir empfohlen hat. Und das ist richtig geil. Und das wird auf jeden Fall etliche Stunden Streamzeit beinhalten. Das starten wir am 10. am Dienstag. Dann kommt wieder DC Universe. Am Donnerstag probiere ich es mal dann mit einem kleinen Zwei-Spiele-Stream. Also quasi einmal Bus-Simulator. Und dann einmal nochmal dieses Wipeout. Ich hoffe, mir gefällt das Spiel. Das weiß ich nämlich noch nicht. Und am Freitag, da werde ich aber, denke ich mal, hier nochmal in der Woche vielleicht ein kleines Video machen oder so, wenn ich es schaffe, kommt der erste GTA Online Event Day. Da hoffe ich natürlich, dass viele dabei sein werden. Ansonsten das Sonder fällt natürlich wieder aus. Und wenn das Spiel uns alle dann auch gut hypt, auch euch gut fällt und alles, ne? Ich denke mal, ich werde es zwar trotzdem machen, auch wenn jetzt nicht so viele Zuschauer dann dabei sind, werde ich in dieser Woche hier eine Dragon Quest 11 Woche machen. Das heißt, wie ihr seht, komplett Dragon Quest, jeden Tag. Dann am Montag, den 23. und am Dienstag, den 24. folgt die Ding noch, was ich da spiele, weil es kann sein, dass ich dort hier komplett spielen kann. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht bloß einen halben Tag spielen kann. Es kommt darauf an, wie es auch ausschaut von meiner Tour her und alles, dass ich wegen Schaffen und so muss ich gucken. Weil wenn ich von der Arbeit her schaffe, dass ich dort frei habe, weil wir in der Arbeit eben hier eventuell schon ab dem 23. dann bis zum 6. Januar eventuell dann den Betriebsurlaub haben. Und sollte das klappen, dann dürfte ich hier an dem Tag auf jeden Fall noch am 24. Denke ich mal schon so um 12 für Einzel vielleicht anfangen können musst. Da müssen wir mal schauen. Dann machen wir auf jeden Fall einen schönen langen, jetzt über die Weihnachtszeit dann generell richtig schöne lange Streams. Dass ihr auf jeden Fall mal die Zeit habt vorbeizuschauen. Ja, das ist immer soweit, dass ihr Bescheid wisst, wie es jetzt weitergeht. Und ich sage es jetzt hier auch am Ende noch einmal. Samstag und Sonntag keine Streams. Bloß, dass ihr Bescheid wisst. Ihr findet mich in Erlangen. Kann ich euch zeigen. Erlangen. Weihnachtsmarkt. Also es ist so, dass man müssen wir anders machen, warte mal. Erlangen Bahnhof ist das dann in der Nähe. Bahnhof. Miss. So, und zwar ist es so, wenn man am Erlangen Hauptbahnhof steht, hier rausgeht, genau, das ist hier die Kirche,
Und hier irgendwo muss das dann sein. Also irgendwo hier jetzt. Im Endeffekt, wir fahren mit dem Zug hier rein. Und dann ist es hier irgendwo in der Gegend. Wollen wir mal Erlangen Weihnachtsmarkt eingeben und dann mal hierher gehen. Schauen wir mal. Zwar bei Mal. Schauen wir mal, was er ausprobiert. So, dann kommen wir hier. Okay. Also der ist auf jeden Fall nicht. Das ist dann garantiert hier dieser historische Weihnachtsmarkt. Weil der andere ist auch zu weit weg, glaube ich. Ja, das ist da oben irgendwo Beiersdorf. Nee, Ah, shit. das ist dann der hier definitiv. So, dann müssen wir mal schauen, gibt es eine Webseite dazu? Nee. Also muss man schauen, wer ist eigentlich, so wie es aussieht, der hier auf jeden Fall. Aber notfalls fragt euch halt durch. Weil das ist der hier, wo ich zeig's euch mal hier nochmal in Google. Das ist der, was jetzt das Wochenende halt dann eben startet. Mal schauen, Weihnachtsmarkt Erlangen. Wo ist es denn jetzt? Genau hier. 25. November. Bis 24. Dezember. Und das ist dann. Ja, das müsste dann schon dort sein, wo ich gesagt habe. Und da findet ihr dann eine Eisenbahn. Und bei dieser Eisenbahn bin ich. Also das ist dann bei der Waldschenke. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, da könnt ihr noch vorbeikommen, dann könnt ihr euch auf jeden Fall Autogramm abholen. Ich hoffe, dass ihr dreimal nicht mehr als 30 kommen werden, weil sonst habe ich nämlich keine Autogrammkarten mehr. Aber ich denke mal, so viel werden jetzt auch nicht vorerst kommen. Ich denke mal, es wird mäßig sein. Ja, dann danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Ihr könnt übrigens auch über diesen Link hier, also hier eob-lp.chimto.de, app.com, könnt ihr hier drauf kaufen auf die Webseite und dann könnt ihr einfach auf den Sendeplan-Livestream gehen. Und dann könnt ihr eben dort nachschauen. Ich versuche jetzt übrigens in Zukunft generell ein bisschen das mit den mit diesen Kleinen da zu machen. Mal schauen, ich hoffe, dass es klappt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann quasi entweder später im Stream oder halt in irgendeinem Stream in den ganzen Zeitraum da. Und vielleicht sehen wir uns ja auch persönlich. Macht's gut, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.